Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem kurzen Video zur Auflösung der Vertiefungsaufgabe zur Einheit von vor Weihnachten über elektronische Willenserklärungen. Da ging es um eine E-Mail an eine No-Reply-Adresse. Der Ausgangsfall ist schon im Vorlesungsvideo zur letzten Einheit besprochen. Da ging es um einen Versicherungsnehmer, der eine Versicherung in der Weise kündigt, dass er an eine E-Mail-Adresse der Versicherung schreibt und diese E-Mail-Adresse beginnt mit dem englischen Wort No Reply. Das ist also eine Adresse, die nur zum Versand von Eingangsbestätigungen dient, wenn jemand sich über das Kontaktformular auf der Website an die Versicherung wendet, die aber nicht zur Beantwortung gedacht ist, sodass auch E-Mails, die an diese Adresse gesendet werden, nicht gelesen werden von der Versicherung. Im Vorlesungsvideo zur letzten Einheit hatte ich näher begründet, dass nach meiner Auffassung trotzdem eine wirksame Kündigung erfolgt ist, denn die Versicherung hatte dadurch, dass sie Antwort-E-Mails auf geschäftliche Nachrichten aus diesem Account versendet, zu erkennen gegeben, dass sie diesen Account im geschäftlichen Verkehr verwendet. Aus den E-Mails, die versendet wurden, ergab sich nicht, dass das eine Adresse ist, die sich für Antworten nicht eignet. Das ergab sich nur aus dem englischen der englischen Bezeichnung der Adresse selbst. Das muss jedenfalls in Deutschland der Kommunikationspartner nicht merken. Und infolgedessen wird man annehmen können, was an eine solche Adresse gesendet wird, geht zu, auch wenn es von der Versicherung nicht zur Kenntnis genommen wird. Die Vertiefungsfrage war nun die, ob sich daran etwas ändert an diesem Ergebnis, dass die Kündigung wirksam erfolgt ist, wenn sofort eine Fehlermeldung bei N eingeht, wenn er also sofort einen Hinweis von derselben Absenderadresse erhält. E-Mails an dieser Adresse werden nicht gelesen, bitte kontaktieren Sie uns auf anderem Weg. Dazu hatte ich mehrere Antwortmöglichkeiten auf SYTAP vorgegeben. Die Kündigung wird rückwirkend vernichtet. Nein, die Kündigung bleibt wirksam. Oder N darf sich auf die Kündigung nicht berufen. Oder die Kündigung geht in diesem Fall nicht zu. Es haben leider wieder nicht so viele die Wiederholungsaufgabe bearbeitet. Alle, die es getan haben, haben erkannt, dass ernsthaft nur die beiden mittleren Antworten in Betracht kommen. Man kann also weder annehmen, dass die Kündigung rückwirkend vernichtet wird, noch dass der Zugang der Kündigung nachträglich wieder beseitigt wird durch eine solche Fehlermeldung. Für beides gibt es keinerlei rechtlichen Anhaltspunkt. Man kann eine Kündigungserklärung nicht unwirksam machen, indem man ihr widerspricht oder sagt, die kommt bei mir nicht an. Und man kann auch den Zugang, der schon erfolgt ist, nicht nachträglich wieder ungeschehen machen. Es lässt sich aber gut vertreten, dass hier es nach 242 BGB für N ausgeschlossen sein könnte, sich auf die Kündigung zu berufen. Man wird sagen können, wer eine solche Nachricht versendet und sofort eine Fehlermeldung bekommt, der ist nach Treu und Glauben gehalten, seine Mitteilung dem Kommunikationspartner auf einem anderen Weg nochmals zugänglich zu machen. In diesem Fall wäre also N gehalten gewesen, in Reaktion auf so eine Fehlermeldung seine Kündigungserklärung auf anderem Weg nochmal an die Versicherung zu senden. Und wenn er diese Obliegenheit nicht erfüllt, dann wird man sagen können, es verstößt gegen Treu und Glauben, sich auf so eine Kündigung, von der der Partner nie erfahren hat, wie N genau weiß, zu berufen. Dann wäre also die Berufung auf die Kündigung aufgrund von Treu und Glauben gemäß § 242 BGB ausgeschlossen. Das ist nicht dasselbe, als würden wir hintenrum doch noch anerkennen, dass die Kündigung nachträglich vernichtet werden kann. Das zeigt sich vor allem bei der Frage der Kündigungsfrist. Wenn kurz vor Ablauf einer Frist gekündigt wird, noch rechtzeitig, und dann so ein Hinweis kommt, diese Nachricht nehmen wir nicht zur Kenntnis, dann kann es ja passieren, dass man mit der Wiederholung zu spät kommt, dass dann also die Frist nicht mehr gewahrt wird. Dann wird man sagen müssen, das liegt in der Verantwortung der Versicherung, die eben in unzureichender Weise darauf hingewiesen hat, dass diese No-Reply-Adresse nicht funktioniert. Und infolgedessen wäre die Kündigung dann rechtzeitig. Es käme nicht auf die Rechtzeitigkeit der erneuten Kündigungserklärung auf anderem Kanal an, sondern nur auf die ursprüngliche Erklärung. So würde ich den Fall in der Abwandlung lösen. Es lässt sich auch vertreten, dass sich nichts ändert, dass die einmal zugegangene Kündigung wirksam bleibt. So viel zu diesem Wiederholungsfall. Vielen Dank.